Wohnmilieu. Ja, guten Abend. Ich freue mich, Ihnen einen Ausschnitt, einen Auszug aus dem soeben im Passagenverlag erschienenen Buch aus Montaignes Koffer, Gespräche mit Hélène Cissous, lesen zu dürfen. Darin nehme ich meinen Ursprung. Was mich betrifft, so bin ich könnte sagen, zugleich in mehrere Teile zerteilt und vielfältig oder vervielfältigt auf die Welt gekommen. Dabei handelt es sich nicht um etwas, das mir zugestoßen wäre. Ich kenne gar nichts anderes als ein solches Zusammenspiel von Lebensfäden. Und dann bin ich natürlich auch in einen besonders bewegten historischen Kontext hineingeboren worden, der vor mir da war und der sehr gewalttätig war. So etwas ist ja nicht immer der Fall. Und es war so sehr so, dass meine ersten Eindrücke, sobald ich das Bewusstsein erlangte, also wirklich erlangte, ergriff, sehr früh, als ich noch nicht einmal 2,5 Jahre alt war, dass ich bei philosophischem und politischem Bewusstsein war. Das war historisch überdeterminiert. Ich erzähle immer meine Geschichte, meine Urszene, diesen Moment, in dem sich für mich alles verknüpft hat. Und das an einem Ort, der auch ein Ort für Urszenen ist, der Cercle Militär in Oran. Aber das habe ich oft erzählt, oft geschrieben, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Es ist eine Art Urzelle der psychischen Konfiguration. Das war, als ich 2,5 Jahre alt war. Mit anderen Worten, kaum konnte ich reden, fand ich mich schon in einer ungeheuerlichen Überdeterminierung wieder, in der historische, politische, moralische, affektive Gegebenheiten wirksam waren. Stendhals Urszene zum Beispiel, oder eine von Stendhals Urszenen, die besonders lustig ist, war, als er, und das erzählt er auf wunderbarste Weise, als er, ganz klein noch, auf einer Wiese sitzt, neben Mademoiselle oder Madame de, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, neben einer Madame eben. Aber, sagt er in seinem wundervollen Text, ich habe sie gebissen, fest gebissen. Ich saß neben ihrer Wange. Ich saß neben ihrer Wange, die sehr rot war, und habe sie gebissen. Ich bin ungeheuer geschimpft worden. Augenblicklich ist er in ein Ungeheuer verwandelt und geschlagen worden und so weiter. Das Wunderbare ist, dass du gleichzeitig eine Szene mit gewaltigen Affekten hast, wo er eine Frau beißt, die nicht seine Mutter und die böse ist. Die Wiese ist grün, die Wange ist rot. Er sitzt neben der Wange. Ich saß neben ihr. Dieser Satz, das ist der Satz der französischen Literatur. Das heißt, eine Konstruktion, die so funktioniert, dass das Bezugswort nicht sie ist, sondern die Wange. Ich saß neben ihr, der Wange. Und es gibt viele Szenen dieser Art. Aber meine Urszene ist 100-mal komplexer als die von Stendhal, die ich heiß liebe. Die ich heiß liebe. Die ich liebe eben genau, weil aus ihr Literatur wird. Meine Urszene ist zu Philosophie geworden, das kann ich so sagen. Du willst, dass ich sie dir erzähle? Und, ah, aber das ist mir nicht recht, denn ich habe sie schon 1000-mal erzählt. Also gut, ich erzähle sie. Es ist Ende 39. Ich bin also nicht einmal 2,5 Jahre alt. Mein Vater, der Arzt ist, wird eingezogen in den Krieg. Der Prolog zu dieser Szene ist, dass die Türe zu unserer Wohnung aufgeht und ich jemanden hereinkommen sehe, den ich nicht erkenne. Bunt aufgemacht, in einem ganz außerordentlichen Kostüm und auf dem Kopf trägt er etwas, das man Käppi nennt und das hellblau ist. Ein hellblaues Käppi.
Ich empfinde totale Unheimlichkeit, weil ich meinen Vater nicht wiedererkenne. Es ist mein Vater, aber er ist in Uniform. Dann sagt er mir das Wort Kipi und das tröstet mich, weil ich da zu einem neuen Wort komme. Und weil er Arztleutnant geworden ist, öffnet sich gleich neben unserem Haus ein wunderbarer Garten, an dem ich, seit ich laufen kann, also seit einem Jahr vorbeigehe und weiß, dass ich diesen Garten nicht betreten darf. Es ist ein wunderschöner öffentlicher Garten von riesigen Gitterstäben umschlossen. Für mich gehen sie bis zum Himmel. Jetzt geht der Garten auf, denn er heißt ja Cercle Militaire. Es gibt ihn immer noch in Oran. Er heißt Cercle Militaire, weil es ein geschlossener Garten ist, nur für Militärs. Da mein Vater Militär ist, öffnet sich der Garten. Ich trete ein. Für mich ist das das Paradies. Es gibt alles. Es gibt Blumen, es gibt Insekten und es gibt Kinder. Ich krieche herum, ich beginne mit der Natur Bekanntschaft zu machen und dann gibt es Kinder. Nur da ist etwas komisch. Diese Kinder, die reden nicht mit mir. Ich denke, naja. Es dauert aber an. Ich denke, was ist da los? Und erspüre etwas. Ich spüre, dass da etwas nicht stimmt. Und zwar, da ist abgesperrt. Ich weiß nicht warum. Die Kinder schaukeln auf Schaukeln über meinem Kopf hinweg. Und dann höre ich zu. Ich höre sie reden und sie reden die ganze Zeit von sehr seltsamen Dingen. Zum Beispiel reden sie von Marken, Briefmarken. Verstehst du? Sie tauschen Briefmarken. Ich denke, ach, das ist es. Um zu den Kindern zu gehören, muss man Briefmarken mitbringen. Na gut, ich wusste es nicht. Also sage ich zu ihnen, ich kann euch Briefmarken mitbringen. Und das stimmte, denn da meine Familie von Hitler zerstreut war, meine ganze deutsche Familie war ja in aller Herren Länder verstreut, bekamen wir jeden Tag Briefe aus Australien, aus Chile und so weiter. Da gab es also andauernd Briefmarken. Ich sage, wenn ihr wollt, ich bringe euch Marken mit. In mir fühle ich etwas, ich bemerke etwas ganz leicht, und zwar, dass ich versuche, Aufnahme zu finden. Und da ist jemand über mir, ein kleines Mädchen, von dem ich dachte, es wäre ein großes Mädchen, aber es war vielleicht 6 Jahre alt, ich war 2,5. Und die spuckte mich an, buchstäblich, und sagte zu mir, Lügnerin. So. Ich empfinde einen wahren Schock, einen echten Schock, und sie gibt mir eine Erklärung, denn ich lüge ja nicht. Sie sagt, alle Juden sind Lügner. Für mich ist das furchtbar. Erstens weiß ich nicht, dass ich Jude bin. Und dann, so etwas heißt ja, dass ich abgeurteilt bin, ohne Verzug. Und mich bewegen Gefühle. Ich empfinde eine Glut aus schrecklichen Emotionen, Verzweiflung und Entsetzen und Schrecken und Wut und sage, aber nein, jedenfalls versuche ich es. Und dann verlasse ich den Garten. Zuerst einmal muss man sagen, dass ich eine Erfahrung in diesem Garten schon gemacht hatte. Ich war drinnen und doch draußen, unmöglich Einlass zu bekommen. Ich war drinnen und konnte nicht hinein. Ich verlasse also den Garten und gehe zurück. Ich sehe mich an der Palisade entlanggehen, so wie ich es tat, bevor ich hinein konnte, um nach Hause zu gehen. Und dabei dachte ich, was jetzt? Wenn ich Marken mitbringe, das empfand ich mit Gewalt, dann heißt das, dass ich vor diesem bösen Wesen krieche. Das empfand ich ganz stark. Wenn ich die Marken nicht mitbringe, und es wäre eine Erniedrigung, sie mitzubringen, wenn ich also die Marken nicht mitbringe, dann gebe ich ihnen Recht. Das heißt, alle Juden sind Lügner, ich und alle Juden, die ich nicht einmal kenne, sind Lügner und deshalb schuldig. Und das war der absolute Double Bind. Es gab keine gute Lösung. Nichts. Was mir davon geblieben ist, ist das. Die Erfahrung des Double Bind, des absoluten Schweigens, des Geheimnis Abrahams. Ich habe nichts sagen können. Zu Hause habe ich nichts erzählt. Als ich wieder in den Garten kam, dachte ich, ich bin ermordet worden. Ich räche mich und werde ihnen das tun, was sie mir getan haben. Das war vielleicht nicht am selben Tag. Ich sagte mir also, ich werde ein kleines, blondes Mädchen töten.
Sie waren nämlich alle blond. Ich dunkel, alle blond. Da kam ein kleines Mädchen, das wohl so 3, 3,5 Jahre alt war, und ich dachte, die töte ich. Warum? Sie sah aus, wie ich es später in meinem Leben oft gesehen habe, wie eine Art Archetyp. Ich bin diesem Archetyp häufig wieder begegnet. Die Unschuld. Sie weiß nichts. Nichts ist passiert, nichts Schlimmes. Es gibt das Böse nicht, verstehst du? Exakt der Archetyp der Gewaltverleugnung. Also dachte ich, die muss ich töten. Nur, wie macht man das? Ein Beispiel hatte ich. Schneewittchen. Ich kannte Schneewittchen und dachte, ich muss einen Apfel finden, mit dem ich sie töten kann. Nur ich hatte keinen Apfel, aber eine Birne. Also habe ich mir gesagt, na gut, vielleicht hilft ja eine Birne. Und um sie zu töten, muss ich... Ich dachte mir also in der Geschichte, die ich mir erfunden habe, ich werde ihr das Kerngehäuse der Birne geben. Ich sage ihr, isst das, sie wird es tun wie Schneewittchen, sie wird es verschlucken, daran ersticken und sterben. So mache ich es. Und da, im selben Moment, neigt sich eine Dame über mich und sagt, kleines Mädchen, hast du das meiner Tochter gegeben? Ich sage, ja. Aber kleines Mädchen, das schmeckt doch nicht gut. Das isst man nicht. Das ist ein Kerngehäuse. Das muss man wegwerfen. Das kann man nicht essen. Voilà. Und so habe ich das kleine Mädchen nicht töten können. In diesem Garten habe ich in der Folge wirklich das gesamte Universum kennengelernt. Alle Gewalttätigkeiten von allen Ohnmachten begleitet, alle mögliche Fallbeispiele. Schreckliche Dinge geschahen in diesem Garten, viele, viele andere Geschichten, alle so wie diese. Und dann, glücklicherweise, hat es ein Ende genommen. Warum? Weil gleich darauf die Vichy-Gesetze in Kraft getreten sind. Die Juden sind hinausgeworfen worden. Mein Vater ist überall hinausgeworfen worden. Er war nicht mehr Arzt, er war überhaupt nichts mehr. Wir hatten die französische Staatsbürgerschaft nicht mehr und waren nicht mehr im Garten. Man hat uns hinausgeworfen. Eh bien, ich war damals erleichtert. Ich dachte, uff, bin wie die Araber. Jetzt, wo ich eine Jüdin bin, die aus dem Garten hinausgeworfen worden ist, bin ich bei meinesgleichen. Nicht bei den kleinen Blondschöpfen drinnen. Verstehst du, die der französischen kolonialistischen Militärkaste angehörten, sondern bei den Unterdrückten. Wirklich, in dieser kleinen Szene war einfach alles enthalten. Da war zum Beispiel, dass wir in meiner Familie ja wussten, dass wir eine riesige Familie hatten, verfolgt und verstoßen und auf der Flucht in alle Länder der Welt. Und die also auch ihr Deutschsein mit verschob. Das ist es, was in meiner Familie geschehen ist. Wer nicht ausgewandert ist, ist deportiert worden. Und die, die ausgewandert sind, die haben sich an alle möglichen Orten wiedergefunden. Auf der Seite meiner Mutter hat also unsere Familie immer alle möglichen Farbschattierungen gehabt. Da war auch die Tatsache, dass zu dieser Zeit, 1938, meine Großmutter schon bei uns war. Sie sprach nicht Französisch und bei uns zu Hause wurden also mehrere Sprachen gesprochen. Unter Frauen, wenn ich das so sagen darf, sprach man Deutsch. Mein Vater hat begonnen, Deutsch zu lernen. Zum Spaß. Bei meiner Großmutter väterlicherseits wurde Spanisch gesprochen. Also, du siehst. Auf der Straße sprach man Arabisch. Für mich war das die Welt. Diese Welt war das Gegenteil, das genaue Gegenteil davon, was im Zercle Militär vorherrschte. Das heißt, es war eine Welt der Offenheit, der Gastlichkeit, des Empfangnehmens, der Zuflucht, wo auch alle Sprache willkommen war. Und es trifft sich, denn das ist wirklich unglaublich, dass mein Großvater väterlicherseits, der Vater meines Vaters, ein Mann, der mit 11 Jahren zu arbeiten begonnen hatte, ein Mann aus dem Volk, dank seiner Energie und seiner Intelligenz ein Geschäft aufgemacht hatte an der Ecke zwischen diesen Straßen, zwischen dem Zercle Militär und uns. Es war ein Geschäft, das auch Tabaktrafik war und alles verkaufte, was einem bei der Armee nützlich sein konnte. Dekorationen, Tressen, Feldmützen. Und dieses Geschäft hieß Les Deux Mondes, die zwei Welten. Warum mein Großvater es die zwei Welten genannt hat, weiß ich nicht. Für mich war es richtig so. Und zwar, die Welt ist zwei Welten, immer.
Also siehst du, ich bin mit zwei Welten geboren. Die gute und die schlechte. Jedenfalls immer mehr als eine. Immer. Immer. Danke. Vielen Dank für diese wunderbare Lesung. Es kommt mir richtig schwierig vor, jetzt nach diesem Stück Literatur zu einer diskursiven Analyse überzugehen. Also eigentlich habe ich gar keine Lust mehr dazu. Ich würde viel lieber weiter zuhören. Aber das können wir heute Abend nicht so machen. Ich möchte Sie aber zunächst mal auch begrüßen und vor allen Dingen Hélène Cixous, dass sie zu uns gekommen ist, den weiten Weg von Paris, in so einer schwierigen Situation. Sie hat dieses Plakat dahingestellt. Sie ist sehr, sehr beunruhigt über die Wahlen in Frankreich und was daraus entstehen kann für Frankreich und für Europa. Wir werden darauf zurückkommen, das lässt sich gar nicht vermeiden, denn in der Tat steht alles auf dem Spiel, wenn Le Pen gewinnt. Glaubst du eigentlich, dass sie eine Chance hat? Je crois surtout que je ne peux pas tranquillement dire que qu'elle n'a aucune chance, elle a beaucoup de chance. Ich glaube vor allem, man kann nicht beruhigt sagen, sie hat keine Aussicht. Sie hat sehr viel Aussicht. Et ce qui signifierait, donc je le dis très directement, comme nous le faisons en ce moment entre nous qui sommes de très vieux combattants, résistants pour la démocratie. Ich sage es also sehr direkt, wie wir es unter uns machen, wir, die sehr alte Kämpfer sind für Demokratie. Que nous avons tous très peur en ce moment. Wir haben alle große Angst zurzeit. Et que c'est une peur qui est une peur, si je peux dire, hospitalière. Das ist eine Angst, die eine gastfreundliche Angst ist. C'est une peur pour nous, pour vous. Eine Angst für uns, für euch. Pour l'Europe. Für Europa. Pour l'humanité. Für die Menschheit. Donc pensons les uns aux autres, pensons, appelons les dieux de la liberté, du respect, de l'humanité à nous aider dimanche. Rufen wir also die Götter des Respekts, der Solidarität, der Menschlichkeit an, uns Sonntag zu helfen. Okay. Die werden schon helfen, das glaube ich. Wir sind ja jetzt nicht hier, um eine politische Analyse zu machen. Wir wollen das alle nicht, dass Frankreich in die Hände der nationalistischen Populisten fällt. Das wäre auch für uns ganz schlecht. Aber wir tun ja was dagegen. Dann wird das schon nicht passieren. Ich möchte zu dem Text zurückkommen und auch zu meinen Fragen, die ich an dich hatte ursprünglich. Wir haben diesen Text ausgewählt, weil er in deinem Urerlebnis die Erfahrung der Ausgrenzung beschreibt, die du als Kind erlebt hast, ohne eigentlich schon zu wissen, was Ausgrenzung ist. Und diese Erfahrung der Ausgrenzung, denke ich, bestimmt deine ganze Arbeit und dein Leben und deine politische Haltung. Du hast geschrieben, dass du seist zugleich in mehrere Teile zerteilt und vielfältig und vervielfältigt auf die Welt gekommen. Tu as écrit que tu es venu d'une façon multiple au monde, d'une façon divisée, partagée. Comment est-ce qu'on traduirait Ausgrenzung? Exclusion. Ah, d'accord. Oui.
Oui, alors justement, si vous me permettez, je souligne que, parce que comme j'ai vu le flyer, la petite annonce du théâtre Gorki, que je salue, qui nous reçoit et que je remercie vraiment de tout cœur, je ne sais pas pourquoi on a mis l'accent sur une petite partie de ma composition, parce que je suis un être composé comme vous. Oui. Ich habe den Flyer des Gorki-Theaters gelesen für die heutige Veranstaltung. Das Gorki-Theater, das ich bei dieser Gelegenheit, so wie Sie, begrüße und danke. Und ich weiß nicht, warum man einen Teil von mir und dem, was ich bin, herausgehoben und hervorgehoben hat, denn ich bin natürlich zusammengesetzt aus vielen wie alle. Et donc j'ai noté que on mettait l'accent sur une partie, une part de ma composition, de ma structure, qui est la part algérienne et algérienne donc africaine, il faut le dire. Ich habe also bemerkt, dass man einen Teil von mir heraushebt und betont, und zwar meinen algerischen Teil, meinen afrikanischen, also damit. À l'exclusion de ma part allemande. Mit der Ausgrenzung meines deutschen Teils. Alors que je suis née composée d'un ensemble qui était assez singulier et qui était un mélange justement d'Europe, d'Afrique. Und ich bin geboren aus einer Mischung, einer Zusammensetzung, die aus Europa und Afrika besteht. Et de mère et de père. Von Mutter und Vater. Mon père était lui-même un mélange d'Afrique, d'Espagne, de Berbère. Mein Vater selbst war eine Mischung von Afrika, von Spanien, von Berbern. Et ma mère, qui est d'Osnabrück, où je vais demain. Und meine Mutter, die aus Osnabrück stammt, était aussi un petit mélange, puisque son père, Michael Klein, qui est mort allemand pendant la Première Guerre mondiale. War auch eine Mischung, denn ihr Vater, Michael Klein, ist während des Ersten Weltkrieges als Deutscher gestorben. Et qui était né autrichien. Und war aber als Österreicher geboren. Voilà. Ich wollte eigentlich ich dachte, ich kann die Überleitung machen von deiner Biografie, von dieser Vielheit, der du bist, aber zu der aber auch die Emigration gehört, denn deine Mutter ist ja emigriert. Es ist ja nicht einfach so nach Afrika gegangen. Und da wollte ich die Überleitung machen oder wollte die Überlegung hier reinkriegen, wie jetzt diese Lebenserfahrung, diese Erfahrung deiner Urszene, deine Vielheit, wie die heute nutzbar gemacht werden kann. Wir haben heute eine Situation einer Massenemigration. Ist das eine ähnliche Situation? Kann deine Art, diese Situation zu leben, du bist ja nicht selber emigriert, kann die helfen, uns zu verstehen, was es heißt, Migrant zu sein, aber auch uns Wege zu zeigen, wie man produktiv damit umgeht. Denn das ist ja das Faszinierende an dir, dass du aus dieser Vielheit, aus diesem Mischmasch, aus diesem ganzen Wirrwarr Kreativität gezogen hast. Ein ganzes Werk. Oui, je pense que, bon, ça c'est très compliqué. Parce qu'on ne peut pas généraliser. Ich denke, das ist sehr kompliziert. Man kann nicht verallgemeinern. Moi, je reconnais que pour moi, le fait d'échapper, le fait de voyager, le fait de changer de scène, de sol, tout cela a été, dans l'expérience de ma famille, bénéfique, non pas pour des raisons matérielles,
mais pour des raisons spirituelles. Ich erkenne an, dass für mich die Tatsache, zu fliehen, zu reisen, zu entkommen, auf verschiedenen Szenen und Böden zu leben, etwas war, und für meine Familie, das nützlich war, nicht in materieller Hinsicht, sondern in geistiger. Mais ça, c'est ce qui se passe à la fin du malheur. C'est à la fin. Il faut d'abord traverser le malheur. Aber das geschieht am Ende des Unglücks. Man muss erst durch das Unglück hindurch. Il faut faire l'expérience de la perte, et en particulier, comme tout le monde le sait, en particulier, pas seulement des biens matériels, mais de la langue. Man muss die Erfahrung des Verlustes machen. Des Verlustes nicht nur materieller Güter, sondern vor allem der Sprache. Et puis, ce qui se passe maintenant en Europe, c'est-à-dire l'arrivée que nous connaissons de milliers, de milliers, de milliers d'évadés, de pourchassés. Das, was wir jetzt in Europa erleben, die Ankunft von Tausenden und Abertausenden von Fliehenden, von Verjagten. Ça s'accompagne d'épouvante, de désespoir, de colère. Das kann uns mit Zorn, mit Schrecken, mit Entsetzen ausfüllen. Et bien sûr, on peut espérer, et nous avons des modèles, parmi lesquels, enfin, j'en connais beaucoup, même dans ma propre famille, on peut espérer que certains aient la chance de découvrir et de pratiquer l'art de l'exil, l'art de l'exil. Und man kann hoffen, dass es einigen gelingt, und wir haben dafür Modelle, wir haben die Erfahrung, zum Beispiel in meiner Familie, dass es ihnen gelingt, die Kunst des Exils zu entdecken. Mais on ne peut dire ça, on ne peut dire ça justement que compte tenu et en mettant d'abord dans la balance le dénuement, la perte. Aber man kann das nur sagen, wenn man zunächst in die Waagschale die Verzweiflung, die Hoffnungslosigkeit so weiter legt. Et de l'autre côté, évidemment, l'espoir, la nécessité de l'accueil, de l'hospitalité. Und auf der anderen Seite der Waage die Hoffnung, dass die Aufnahme, die Gastfreundschaft. Mais je pense que là, il est impossible de tenir un discours qui ne soit pas un discours divisé et inquiet. Man kann aber nicht darauf verzichten, einen Diskurs zu führen, der die Beunruhigung mit enthält und die Sorge. Enfin, vous le savez bien, puisque l'Allemagne vit cette tragédie. Moi, je dirais qu'elle la vit avec une dignité que malheureusement nous n'avons pas en France. Sie wissen es gut, und ich würde sagen, Deutschland erlebt das und erlebt es zurzeit mit einer Würde, die wir in Frankreich leider nicht kennen. Ich verstehe das nicht genau, wie du das meinst mit der Beunruhigung, die man da. Je veux dire par là que personne ne peut regarder ce qui se passe en ce moment dans le monde concernant ce qu'on appelle les migrants. Niemand kann heute in der Welt das betrachten, was geschieht und was die Migranten betrifft, sans avoir une angoisse terrible. Ohne eine schreckliche Angst zu empfinden. Maintenant, moi je sais par expérience que parmi ces désespérés d'aujourd'hui. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass unter den Verzweifelten von heute il y a des citoyens de demain qui sont des citoyens forts, triomphants, plus généreux que d'autres. Es Bürger von morgen gibt, die siegreiche, hoffnungsvolle Bürger sein werden. Warum sollen wir deswegen beunruhigt sein? Pourquoi être inquiet? Mais parce que ce sont des gens qui souffrent. Aujourd'hui, il y a souffrance. Et pourquoi être inquiet? Parce que si justement on pratiquait l'hospitalité, inconditionnellement, tout irait bien, mais c'est évidemment pas ça qui se passe. Beunruhigt auch, denn wenn wir die bedingungslose Gastfreundschaft praktizieren würden, würde es vielleicht gut gehen, aber das ist ja nicht der Fall. Also es sind künftige Konflikte, die du siehst, die uns beunruhigen sollen.
Mais bien sûr. Ja. Natürlich. Ja. Die Migration oder die Immigration Situation hat ja die größten kulturellen Werke des 20. Jahrhunderts hervorgebracht. Wenn ich an die Philosophie denke, Jacques Derrida, wenn ich an dich denke in der Literatur, man kann viele andere aufzählen. Aber die Migration, die wir heute erleben, ist ja eine andere. Ich glaube, da ist die Aufgabe oder da geht es doch eher darum, wie die Sprache haben, diese Situation uns klar machen können, die wir nicht Migranten sind und dann so helfen können, bei unsere Gastfreundschaft zu entwickeln für diese Migranten. Et c'est pas la même migration, celle d'aujourd'hui et nous qui avons cette qui a produit celle qui a produit Derrida en philosophie, oui, mais etc. Et aujourd'hui, nous qui avons la langue, nous pouvons contribuer à comprendre quelle est la situation de cette migration. Oui, moi je ne crois pas ça. Je crois que les migrations, c'est toujours les mêmes. Ich glaube das nicht. Ich denke, die Migration ist immer die gleiche. Ce qui prouve. Ce qu'éprouve la personne qui est fugitive, qui fuit, qui a tout perdu. Eine Person, die flieht, die alles verloren hat. Qui est nue sur la terre. Die nackt auf Erden ist. Qui sait que, qui est amputée, c'est-à-dire que le pays d'où on sort est un pays perdu. Die amputiert ist, amputiert von dem Land, aus dem sie gekommen ist und das sie verloren hat. C'est le même depuis que la littérature existe. Das ist die gleiche Person, seitdem die Literatur existiert. Depuis que la Bible existe. Seitdem die Bibel besteht, existiert. Je pense que la douleur est toujours la même. Ich denke, der Schmerz, das Leid ist immer das gleiche. Ensuite, Derrida, par exemple, quand il travaille sur les questions d'hospitalité, en se référant d'ailleurs à Kant. Wenn zum Beispiel Derrida arbeitet, nachdenkt über Fragen der Gastfreundschaft, indem er sich übrigens auf Kant bezieht. Mais Kant non plus, je veux dire, il connaît pas les migrants, Kant. Kant kannte keine Migranten. Bon. mais on sait ce que c'est les fugitifs, les protestants qui arrivent ici. Est-ce que d'ailleurs monsieur de Maizière n'est pas un ancien protestant par hasard qui aurait fui? Die Protestanten, die hierher kamen, und ist Herr de Maizière nicht einer der von ehemaligen Protestanten, die hier geflohen sind, stammt? Ich habe nicht gemeint, dass es zwei Sorten von Migranten gibt, solche, die in der Lage, die kulturell höher stehen sind und besser die Migrations- oder gefühlvoller sind oder sonst irgendwas, oder andere, die das nicht sind, weil sie ärmer sind oder sonst was. Das habe ich überhaupt nicht gemeint. Ich habe gemeint, meine Frage ging daher, was ich versucht habe herauszufinden, war, wie diejenigen, die in dieser Migration kennen, wie die und kulturelle Möglichkeiten haben, wie die sich politisch, künstlerisch, literarisch verhalten können, sodass sie einfach diese Migrationssituation für alle, die sie nicht kennen, klarer machen und damit die Gastfreundschaft erhöhen. Das habe ich gemeint. Aber okay, lassen wir das. Non, mais c'est, je vais te dire ce que j'éprouve. Ich werde dir sagen, was ich empfinde. Mais toi aussi, justement. Ja, mais moi je pense justement. Alors, je pense malheureusement, si je peux dire, que le fait, par exemple, le fait d'avoir été un migrant, d'avoir été autrefois un migrant. Ich denke und ich muss hinzufügen leider die Tatsache, dass man früher ein Migrant war. Ne fait pas d'un ancien migrant un être hospitalier. Macht aus einem ehemaligen Migranten nicht ein gastfreundliches Wesen. Je pense que de toute façon
la pensée, l'art, la littérature, la philosophie ont affaire, ont toujours affaire, bien sûr, avec l'accueil de l'autre. Ich denke, Philosophie, Kunst, Literatur, das Denken haben immer zu tun mit der Aufnahme des anderen. Ich denke, dass die Aufnahme des anderen, das zu tun haben mit dem anderen, hat ja zur Voraussetzung, dass wir überhaupt wissen, dass es den anderen gibt. Und das bedeutet, dass wir über unsere Vielheit wissen. Und ich denke, deine Arbeit, du hast es ja am Anfang auch gesagt, ist genau deshalb wichtig. Und genauso wie die Arbeit von Derrida in der Philosophie, indem er die Differenz in den Mittelpunkt gestellt hat. C'est vrai ce que tu dis, tu vois, mais moi, das ist wahr. Je suis quand même animée en ce moment, par le sentiment de notre faiblesse et de nos limites devant l'énormité de la réalité. Aber zurzeit bin ich mehr bewegt durch die Ungeheuerlichkeit der Wirklichkeit und die unseren Grenzen. Parce que même si ce que nous faisons est honorable, selbst wenn das, was wir tun, ehrenwert ist, l'utilité immédiate ou la transformation de la pensée en acte, en action, ist die unmittelbare Umwandlung des Denkens in Tat, et se heurte quand même tous les jours à la violence de la réalité. Stößt tagtäglich auf die Gewalt der Realität. Alors, je prends comme exemple le Théâtre du Soleil, si tu permets, c'est concret. Ich nehme, um ein konkretes Beispiel zu nennen, das Théâtre du Soleil. C'est une compagnie de théâtre dont la moitié des acteurs, ce sont des réfugiés. Das ist eine Theatergruppe, die zur Hälfte aus Flüchtlingen besteht. C'est une compagnie de théâtre très puissante, très célèbre. Eine sehr starke, eine sehr berühmte Theatergruppe. Qui depuis des dizaines d'années a accueilli des sans-domicile, des fuyards. Die seit Jahrzehnten Obdachlose, Flüchtlinge und so weiter aufgenommen hat. Des Africains. Afrikaner. Des Tibétains. Tibetaner. Enfin, il n'y a pas une seule nationalité blessé qui ne se soit pas réfugié au Théâtre du Soleil. Es gibt keine verwundete Nationalität, die nicht Zuflucht gesucht hat im Théâtre du Soleil. Mais c'est 80 personnes. Aber das sind 80 Menschen. Qui parlent à un public de 100 000 personnes. Sie sprechen zu einem Publikum von 100.000. Mais si Marine Le Pen passe. Aber wenn Marine Le Pen durchkommt. Ariane Mnouchkine qui dirige ce théâtre. Dann wird Ariane Mnouchkine, die dieses Theater leitet, depuis 1964, seit 1964 leitet, elle va fermer le théâtre le lendemain. Sie wird am Tag darauf das Theater schließen. Parce que tout simplement, la force d'un État qui est un État destructeur et haineux, denn die Stärke eines Staates, der ein zerstörerischer und hasserfüllter Staat ist, et j'espère que ça ne se passera pas. Ich hoffe, das wird nicht geschehen. C'est pendant, en tout cas, assez longtemps, la fin, l'impossibilité de la parole libre bedeutet, et de la culture. Bedeutet für längere Zeit die Unmöglichkeit des freien Wortes und der Kultur. Il y a qu'à voir ce qui se passe, par exemple, en Turquie. Man sehe, was in der Türkei geschieht. On met les journalistes, les écrivains, etc. en prison dès qu'ils ouvrent la bouche. Schriftsteller, et ça se passera en France aussi. Journalisten, Schriftsteller werden ins Gefängnis gesperrt, sobald sie den Mund öffnen. Und das wird in Frankreich mais dann je auch geschehen. Je dis la Turquie, mais je pourrais dire que je pourrais choisir évidemment 20 autres exemples ich en ce moment sur Türkei la planète. Zitiert. Ich könnte 20 andere Beispiele nennen. Bien sûr. Et quand même, c'est pour ça que, tu sais, en ce moment, je te le dis, mon très cher ami, je sens, j'ai du mal à être sûre que là,
Je suis assise dans mon fauteuil en tant que Française à part entière. Deshalb muss ich dir sagen, mein sehr teurer Freund, dass ich als Franzose Schwierigkeiten habe zu fühlen, dass ich hier in diesem Stuhl als Französin sitze. Je suis pas sûre que demain on ne va pas me dire est-ce que vous êtes quoi là? Ich bin nicht sicher, dass man nicht mich morgen fragen wird, was sind Sie überhaupt? Il y a maintenant en France, on a fait passer dans la population française un poison. Man hat in der französischen Bevölkerung eine bestimmte Sicht durchgesetzt. Et ça s'appelle la préférence nationale. Das nennt sich la préférence nationale, der nationale Vorzug, die nationale voilà. Präferenz. C'est-à-dire la préférence nationaliste. Das heißt die nationalistische Präferenz. Et très exactement, on peut traduire que si tel parti passe. Und man kann das folgendermaßen übersetzen, wenn diese Partei durchkommt. Ceux qui ne seront pas français, 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 français. Werden diejenigen, die nicht Franzosen, Franzosen, Franzosen sind, Französisch, Franzosen, Franzosen, n'auront pas accès à la santé, aux soins, à la santé, werden keinen Zugang zum Gesundheitswesen haben, n'auront pas accès au logement, nicht zu Wohnungen, n'auront pas accès, bien sûr, à la citoyenneté, werden natürlich keinen Zugang zur Staatsbürgerschaft haben. Bon, ça c'est devant nous. Und das steht vor uns. Oui, ça n'arrivera pas. Ja, es wird nicht kommen. Na eben, ja, und wir können ja was dagegen tun, oder? Il faut quand même que je vous fasse une confidence, parce que comme ça... Ich muss noch ein Geständnis ablegen. J'ai maintenant une amitié très... qui pour moi est très importante, avec la ville d'Osnabrück. Ich habe eine sehr enge Freundschaft mit der Stadt Saarbrücken. Osnabrück. J'ai compris Saarbrück. Pardon. Pourquoi pas? C'est pas grave. Et c'est schlimm. Non, c'est donc Osnabrück. La ville de ma famille maternelle, les Jonas. Die Stadt meiner mütterlichen Familie, den Jonas. Cette ville d'Osnabrück en 1928. 1928 hat diese Stadt Osnabrück était 90% nazi. Zu 90% war diese Stadt waren Nazis. Maintenant, elle est devenue inversement une Friedensstadt. Jetzt ist sie umgekehrt zu einer Friedensstadt geworden. Et nous sommes alors il n'y a plus de juifs à Osnabrück. Es gibt in Osnabrück keine Juden mehr. Sauf quelques juifs importés de Russie comme partout. Nur einige aus Russland importierte wie überall. Mais nous sommes devenus très amis. Aber wir sind enge Freunde geworden. Et donc j'ai eu l'idée de demander à ma chère amie, die Bürgermeisterin Karin Japskisler. Und ich hatte den Einfall, meiner lieben Freundin Karin Japskisler zu bitten. Also ich habe ihr geschrieben, ich glaube, jetzt muss ich aus Frankreich fliegen. Et je lui ai dit, je vais demander la nationalité d'Osnabrück. Und ich habe zu ihr gesagt, ich werde die Staatsangehörigkeit Osnabrück beantragen. Ja, Nationalité, ça c'est en allemand, c'est la Staatsangehörigkeit. C'est ça. Si, si. Ça, c'est ça. Alors, elle a eu un gros souci. Et elle m'a écrit. Mais on ne peut pas avoir la nationalité d'une ville. Und sie hat mir geantwortet, sehr besorgt, man kann nicht die, man müsste sagen, Stadtangehörigkeit einer Stadt haben. Voilà. Il faut avoir la nationalité d'un pays. Man muss eine Staatsangehörigkeit haben, also voilà. Eines Landes. Voilà. Alors je vais demander la nationalité d'Osnabrück. Also ich möchte die Nationalität Osnabrück beantragen, das Staatsbürgerrecht, das Bürgerrecht Osnabrück. Naja, warten wir es ab, wie sich das in Deutschland entwickelt. Also nicht jetzt, nein. Aber dass wir reden jetzt über Frankreich, aber wir haben ja die gleiche Entwicklung dieses nationalistischen Diskurses überall in Europa, Amerika, Russland, überall in der Welt, kann man wahrscheinlich sagen. Da bleibt ja gar nichts mehr zum Hinfliehen.
C'est la question que je me pose tous les jours. Das ist die Frage, die ich mir jeden Tag stelle. Ja, aber okay. Also ich denke deshalb, dass das die Aufgabe, also wenn man jetzt ausgeht nochmal von dem Anfangstext, mit wenn man dieses Erlebnis der Ausgrenzung hat und weiß, was das bedeutet, dann ist doch wichtig, dass man und die Vielheit versteht, also auch die unsere Vielheit, weil man selbst diese Viele ist und weil es viele Völker, viele gibt, die gleich sind und wo sich nicht eins über das andere erheben kann, dass man dieses Wissen, dieses Anderssein als diese Nationalisten, dass man das offensiv ausspricht und vorträgt und in der Literatur, in der Philosophie, überall, wo man intellektuell arbeitet, denn das ist die einzige Möglichkeit, neben politischen Aktivitäten, neben politischen Demonstrationen, diese Entwicklung zu verhindern. Also ich sehe nicht, dass man sich da ergeben soll, und das tust du ja auch nicht. Aber bien sûr, bien sûr. Mais, und, ja. Parlons justement de, j'ai dit que le théâtre fermerait, mais natürlich, ich habe gesagt, das Theater würde schließen. Mais les universités seront attaquées. C'est-à-dire que l'enseignement, la recherche. Die Universitäten werden angegriffen werden, die Lehre, die Forschung. Et déjà dans les temps qui viennent de s'écouler, un certain nombre de recherches dans les humanités en France ont été violemment attaqués directement par la droite. Schon in der Vergangenheit ist von der Rechten ein heftiger Angriff gegen Humanwissenschaften in den Universitäten geführt worden. Donc c'est bon, bien sûr que le combat continue et il continuera toujours. Natürlich geht der Kampf weiter und wird immer weitergehen. Mais on aimerait aussi gagner de temps à autre. Aber wir hatten auch manchmal gewonnen. Non, on aimerait wir gagner. Wir würden gern manchmal gewinnen. Er ist schon zu schnell. Ja, okay, aber das so ist das Leben, man gewinnt halt nicht immer. Alors je devrais dire une chose quand même très importante. Heureusement. Ich möchte doch was Wichtiges noch sagen. Heureusement, il y a les livres. Zum Glück gibt es die Bücher. Qui sont des animaux clandestins. Das sind illegale Tierchen. Et qui sont souvent protégés dans des terriers. Und sie sind oft in Schutzgebieten geschützt, in bestimmten. Comme par exemple des Passagenverlags. Wie zum Beispiel im Passagenverlag. Et bien sûr que c'est vital. Bien sûr que. Und c'est natürlich vital. Ist das lebenswichtig. C'est vrai que je mais moi je me sens privilégié et protégé de pouvoir écrire des livres et de pouvoir être publié et qu'il y ait des éditions comme Aber Passage nous mon éditeur à Paris. Ich fühle mich natürlich privilegiert und geschützt durch die Tatsache, dass ich schreiben kann, dass ich veröffentlicht werde, dass es Verlage wie den Passagenverlag gibt, die mich veröffentlichen. Tu es sûr que tu vas durer? Bist du sicher, dass du fortdauern wirst? Oui. je sais. Naja, genauso fühle ich mich natürlich auch geschützt dadurch, dass es dich gibt und alle die Kollegen, die in dieser Weise schreiben. Also diese Solidarität ist sehr wichtig für uns und wir wissen ja alle, wie wir hier sind, dass viele sind, die das nicht akzeptieren werden. Ich bin da optimistischer vielleicht. Aber was wichtig ist, genau deshalb, dass wir uns darüber verständigen oder dass wir auch lernen zusammen, wie man sich am besten verteidigt. Und ich glaube, dein Schreiben, vielleicht kannst du uns nochmal diesen Zusammenhang zwischen Politik und Schreiben, und das sind ja zwei Arten, in denen du schreibst, fürs Theater und Romane oder erzählende Literatur, wie das für dich funktioniert als Widerstand. Ist das eine Widerstandsarbeit oder ist das politische ein Aspekt? Ich glaube auch die Vielheit der Sprachen, mit denen du aufgewachsen bist, ist etwas, was einfließt. Wahrscheinlich gibt es keine eindimensionale Antwort darauf, was dein Schreiben nährt und ja. Mais,
Moi, je suis un enfant de. Je suis un produit, je suis un résultat de la Deuxième Guerre mondiale. Ich bin ein Kind, ein Ergebnis des Zweiten Weltkrieges. Et de l'expérience du racisme, du nazisme, de l'antisémitisme. Und der Erfahrung des Rassismus, des Antisémitismus. De la colonisation. Der Kolonisierung. C'est ça qui m'a tout appris. C'est ça mon école. Das hat mich alles gelehrt. Das ist meine Schule. Et j'ai cherché justement où fuir. Und ich habe gesucht, wohin fliehen. Mais quand dans les années 40 on cherchait où fuir, aber wenn man sich in den 40er Jahren fragte, wohin fliehen, on ne pouvait fuir que dans l'art ou la littérature. Konnte man nur in pas die sur Kunst, la terre. Nur in die Kunst oder Literatur fliehen. Et j'ai eu la chance d'être environné comme on l'a entendu tout à l'heure par beaucoup de langues et beaucoup de générosité. Und ich hatte das Glück, wie wir es vorhin aus dem Textauszug gehört haben, von sehr vielen Sprachen und sehr viel Großzügigkeit umgeben zu sein. Si bien que quand j'avais 4 ans ou 5 ans, j'étais déjà citoyenne des livres. Und als ich 4 oder 5 Jahre alt war, war ich bereits Bürgerin der Bücher. Si je pouvais être un chef de parti, ce serait un chef de parti de la littérature. Wenn ich ein Parteichef sein könnte, dann wäre das eine Literaturpartei. Et donc je proposerais à tout le monde de jouir ce que je fais dans tous mes textes, hein. Très simplement, de manière économique. Dann würde ich allen, c'est donc très écologique aussi. Dann würde ich allen vorschlagen, durch die Literatur zu genießen, was ich in all meinen Texten mache, und das wäre sehr ökonomisch oder sogar sehr ökologisch. Simplement avec du papier. Ganz einfach mit Papier. Des stylos, des pinceaux. Mit Füllfederhaltern, mit Stiften, mit Pinseln. Et avec ça, on peut effectivement traverser les millénaires. Und damit kann man durch Jahrtausende schreiten. Bon. Tout le monde ne suit pas cette proposition, pourtant c'est la meilleure. Nicht alle akzeptieren diesen Vorschlag, dabei ist es der beste. Ich möchte trotzdem noch mal auf das Politische zurückkommen. Du hast ja verschiedene Schreibweisen. Also eben das Theaterschreiben, das Schreiben für das Theater ist etwas anderes. Du hast, glaube ich, mal gesagt, das ist das Schreiben gegen den Hass und das Schreiben von Romanen oder von anderen Texten ist das Schreiben für die Liebe. Oui, c'était un peu simple quand même de dire ça. Etwas einfach. Oui. Je sais que je l'ai dit. Ich weiß, dass ich das gesagt habe. C'est un peu vrai, mais ça ne suffit pas. Es ist ein wenig wahr, aber es genügt nicht. Dann was kommt dazu? Oui. Alors, travailler pour le théâtre, ça a une efficacité immédiate. Für das Theater arbeiten hat eine unmittelbare Wirksamkeit. En ce moment, on fait du théâtre, là, par exemple. On se parle tout de suite. Wir sind dabei, jetzt Theater zu machen. Wir sprechen unmittelbar zueinander. Maintenant, je vais vous dire une chose, c'est que je trouve que mes livres, c'est encore mieux. Aber ich finde meine Bücher, das ist noch besser. Mais pour ça, il faut du temps, il faut que vous preniez un livre, il faut acheter le livre. Aber dazu braucht es mehr Zeit. Sie müssen erstmal überhaupt das Buch kaufen. Il faut aller dans un endroit tranquille. Man muss einen ruhigen Ort aufsuchen. Silencieux. Ruhig. Prendre du temps, beaucoup plus de temps que pour une pièce de théâtre. Sehr viel mehr Zeit sich nehmen als für ein Theaterstück. Et ça demande un effort intellectuel plus intense, Oui, das erfordert eine intensivere intellektuelle Anstrengung. C'est pour ça que mais la récompense est je trouve peut-être plus en tout cas elle est certainement
aussi durable. Aber ich finde, die Belohnung ist mindestens so dauerhaft. Et, et peut-être plus facilement transmissible que la pièce de théâtre. Parce Und que vielleicht auch leichter zu übertragen, weiterzugeben als das Theaterstück. Alors je pense qu'il faut utiliser les deux. Ich denke, man muss also beides nutzen. La communication avec le public au théâtre, c'est une communication qui produit dans le corps des émotions extrêmes. Die Kommunikation im Theater ist etwas, was Emotionen im Körper selbst, und zwar in extremer Weise, produziert. On peut encore au théâtre, on peut pleurer et rire. Man kann noch im Theater lachen und weinen. Je suis pas sûr que que ça arrive avec des moyens visuels qui ne sont pas incarnés. Ich denke, dass ich weiß nicht, ob das noch geschieht mit visuellen Mitteln, die nicht inkarniert sind, nicht also in Körpern vermittelt werden. Le fait justement que le corps soit si important au théâtre. Die Tatsache, dass der Körper so wichtig ist im Theater. Et que donc on a là le contraire même d'une armée. Und hier hat man das Gegenteil selbst einer Armee. C'est-à-dire qu'on a au contraire comme ça une très grande foule. Man hat eine große Masse. Menge. Est-ce qu'on dirait? Oui, Menge, Masse. C'est presque synonyme. Oui. De gens qui sont heureux ensemble. Die gemeinsam glücklich sind. Comme ça peut arriver quand on est dans une manifestation. So wie man es erleben kann in einer Kundgebung. Et donc on a le sentiment qu'on existe. Man hat das Gefühl, dass man existiert. Comme en collectivité. Und zwar in einem Kollektiv, in einer Kollektivität. C'est très important. Und das ist sehr wichtig. Avec un livre, évidemment, il y a des formes de solitude. Bei einem Buch gibt es natürlich Formen der Einsamkeit. Et de profondeur. Und der Tiefe. Alors moi, je pense qu'il faut avoir les deux. Und ich denke, man braucht beides. Et c'est pour ça que de manière tout à fait comme ça consciente et en même temps très investie physiquement. Und deshalb in einer sehr bewussten Weise und in einer physisch sehr engagierten Weise. Moi, je pratique les deux. Ce sont deux choses différentes. Praktiziere ich beides, aber das sind zwei verschiedene, sehr verschiedene Dinge. Wir haben angefangen mit einer politischen Demonstration, die das Verhältnis ist eine deiner Schreibweisen für das politische mehr geeignet oder siehst du auch oder siehst du das politische, deine politischen Aktivitäten, Demonstrationen, was du alles so tust, einfach als etwas neben dem Schreiben, was du zusätzlich brauchst, um dich auszudrücken? C'est un peu indissociable, c'est-à-dire que. Das ist in gewisser Weise untrennbar. Mais quand j'écris des livres, ces livres, ils s'envolent. Wenn ich Bücher schreibe, so fliegen diese Bücher davon. Dans une temporalité. In eine Zeitlichkeit. Qui n'est pas dépendante du moment ou de l'actualité. Die nicht abhängig ist vom jeweiligen Moment, von der Aktualität. En ce moment, et par exemple, le théâtre qui se passe toujours au présent, là, en ce moment. Das Theater geschieht immer im Präsens, jetzt. Il est sensible à l'immédiateté politique. Ist natürlich empfänglich für die unmittelbare politische Aktualität. Si je prends un livre. Son inscription, sa métaphore, elle est libérée de l'obédience à l'actualité immédiate. Wenn ich ein Buch nehme, ist seine Metapher von der Abhängigkeit der unmittelbaren Aktualität befreit, losgelöst. Elle me dit que, elle me parle du passé
Elle fait revenir le passé comme une sorte de présent. Das Buch lässt die Vergangenheit als eine Art Gegenwart zurückkommen. Et elle me dit aussi que ce qui porte la date, par exemple 2017, und sagt mir auch, dass das, was das Datum, sagen wir 2017, trägt, appartient à 2117 ou 2217. Kann 2217 sein. D'attaque nucléaire entre-temps. Wenn kein Nuklearkrieg inzwischen stattfand. Wir sind nicht ganz von der Zeit unabhängig. Wir haben wir müssen relativ pünktlich Schluss machen, weil danach hier etwas aufgebaut wird. Deswegen möchte ich jetzt einfach unser Gespräch für Sie alle eröffnen. Wir haben Saalmikrofone machen Sie einfach mit. Hier vorne ist eine Frage. Ich sehe das. Bonsoir. Je suis très heureuse de vous voir. Et ich frage auf Deutsch, vielleicht auch besser. Und zwar würde ich gerne wissen, was mit Ihrem aus Ihrem feministischen Kampf geworden ist. Hört man mich nicht? Ja, ich höre Sie nicht, aber ich bin vielleicht schwer. Ich habe in den 90er Jahren Ihre feministischen Schriften studiert und wollte fragen, was aus Ihrem feministischen Engagement geworden ist. Mais il est toujours là, il est indissociable. Je ne peux pas ne pas continuer. D'autant plus. Dieses Engagement ist immer noch da. Ich kann es nicht fortführen. D'autant plus que je pense qu'en ce moment, par exemple, en France, c'est complètement effacé de la scène, mais complètement. Und ich denke, gerade jetzt zur Zeit, ist es in Frankreich völlig von der Szene verschwunden. On a une femme entre guillemets qui est un homme déguisé en femme. Wir haben eine Frau, die in Wirklichkeit in eine Frau verkleideter Mann ist. Qui est totalement phallique. Völlig phallisch. Mais personne n'en parle. Aber niemand spricht davon. Oui, tout à fait, oui. Je n'ose pas dire que la scène entière est une scène qui devrait être lue avec justement des références aux différences sexuelles. Ich wage es nicht zu sagen, dass man die gesamte Szene eigentlich lesen müsste mit Bezug auf sexuelle Lesarten. Verweise. Et si je n'ose pas le dire, c'est que parce que personne en ce moment ne le fait en France. Ich wage es nicht zu sagen, weil das zurzeit niemand in Frankreich macht. Tant la scène est devenue pauvre. So verarmt ist die Szene aktuell. Et réduite exclusivement à 3 ou 4 mots. Und reduziert auf 4, 5 Wörter. Mais si je pourrais vous décrire, vu par les femmes qui n'ont plus la parole en ce moment. Aber wenn ich es beschreiben könnte aus der Sicht von Frauen, die heute nicht mehr das Wort haben. Les déguisements en travestie de Marine Le Pen. Welche Verkleidung Transvestit von Marine Le Pen stattfinden? Comment en ce moment, pour gagner quelques voix, elle a mis des talons hauts comme ça? Wie sie, um einige Stimmen zu gewinnen, zum Beispiel hohe Absätze trägt. Comment sur les affiches, elle a montré un tout petit bout de cuisse. Und wie sie auf den Plakaten ein kleines Stück Schenkel zeigt. Parce qu'elle se présente en homme. Denn sie stellt sich als Mann dar. Et qu'elle s'est dit, oh, il faut quand même que je prouve que je suis un peu une femme. Und sie sagt sich zugleich, ich muss auch ein wenig beweisen, dass ich eine Frau bin. Mais on pourrait dire ça des autres candidats. Man könnte das auch von den anderen Kandidaten sagen. Von Macron? Oui, on pourrait dire aussi, oui, Macron est très féminin, mais il ne faut pas le dire. Ja, Macron ist sehr weiblich, aber das darf man nicht sagen. On ne peut rien dire en ce moment. Et zurzeit kann man nichts sagen. On a une femme qui a parlé ces derniers temps. Eine Frau hat in letzter Zeit gesprochen. C'est-à-dire une femme qui porte en elle des traces justement de ce qui pour nous est reconnaissable. Eine Frau, die in sich Spuren dessen trägt, was für uns erkennbar ist. Du point de vue du vivant. Du point de vue du vivant. Du vivant, oui. Hinsichtlich des Lebendigen. Et c'est Christiane Taubira. Das ist Christiane Taubira.
Et Christiane Taubira, elle a été, parce qu'elle est guyanaise, comme vous le savez. Da sie aus Guyana stammt, wie Sie wissen. C'est une très belle femme, alors elle a été traitée de singe. Frau. Elle a été traitée de singe. Wurde sie als Äffin behandelt, betitelt. Voilà. En fait, tout ce qui nous intéresse, la cause des animaux, la cause des femmes, etc., tout ça est recouvert par des silences qui sont des silences de mort en All France das, en ce moment. All das, was uns beschäftigt, die Sache der Tiere, die Sache der Frauen und so weiter, das ist durch ein großes Schweigen überdeckt zurzeit in Frankreich. Mais bien sûr que moi j'attends qu'on ait passé ce moment de grand danger. Ich warte ab, dass dieser Moment der großen Gefahr vorbei ist. Pour qu'on puisse reprendre une parole éclairée, philosophique. Damit wir wieder zu einem aufgeklärten philosophischen Diskurs kommen können. Parce qu'en ce moment, il n'y en a pas en France. Denn zurzeit findet keiner statt in Frankreich. Ici, c'est pas mieux, dit-il. Qu'il y en ait pas? Ici, c'est pas mieux, il dit. Yeah, ici, c'est pas mieux? Non. C'est ce qu'il a dit. Ah, je sais pas. Nous en das, France... Das weiß ich nicht, aber wir in Frankreich... Nous, en France, on vous envie. Wir beneiden Sie. Parce que vous avez une parole politique. Denn bei Ihnen, denn Sie haben Sie führen eine politische Sprache. Non, qui est incarnée parfois par ce personnage... qui est tellement pittoresque et tellement die manchmal verkörpert wird von dieser so pittoresken Gestalt qui est Angela Merkel, parce que moi quand je vois Angela Merkel comme ça, wenn ich Angela Merkel so sehe, à côté de Poutine, neben Putin, ou à côté du roi d'Arabie Saoudite, oder neben dem König von Saudi-Arabien, où elle ne montre pas un petit bout de fausse jambe. Sie zeigt nicht ein Stückchen Schenkel. Mais ça fait du bien. Dann ist das angenehm, es tut gut. On fait avec ce qu'on a. Man muss mit dem zurechtkommen, was man hat. Hallo, guten Abend, bonsoir. Ich habe eine Frage, die vielleicht ein bisschen kompliziert ist. Ich versuche jetzt so kurz wie möglich diese Frage zu stellen. Also wir sind hier im Maxim Gorki Theater. Maxim Gorki war selber ein Migrant. Das ist ein postmigrantisches Theater. Was heißt, dass die Menschen, die dieses Theater hier machen, und auch viele von denen, die Zuschauer sind, sind Migranten und kennen, haben selber amputierte Länder oder Sprachen, und sei es, sie sind aus Kriegsgebieten geflüchtet oder aus einem kleinen Dorf in Brandenburg, wo sie auch irgendwie nicht zu Hause waren, oder sind auch einfach aus einem Land, den es nicht mehr gibt, wie die DDR, und sie haben gar nicht migriert, aber die Geschichte ist über den migriert. Und eigentlich ist das ein Raum, wo ich finde, die Leute nicht, also viele von uns, sagen wir, nicht wirklich als Nicht-Migranten sich empfinden, sondern als Migranten. Es ist ein Ort, wo man irgendwie zusammenkommt, und ich habe eine Frage, und zwar, ich glaube, wir haben alle so eine Art Sehnsucht nach Heimat, nach einer neuen Heimat, eine Heimat mit offenen Türen und Fenstern. Und wir wollen irgendwie versuchen, vielleicht diese Heimat zu schaffen. Und Sie haben von Literatur gesprochen und von Theater, aber Literatur ist zwar zeitlich unbegrenzt, aber es ist halt kein Raum, den man mit anderen teilen könnte. Und Theater hat einen Raum, aber es ist zeitlich begrenzt, und dann ist es vorbei und man geht nach Hause. Und deshalb frage ich, wo suchen wir, wo sollen wir oder wo können wir nach dieser Heimat suchen, und um sie eine Wirklichkeit zu machen für uns selber und für anderen auch? Ist es in der Sprache? Ist es in welcher Sprache? Ist es in Literatur? Ist es in der Kultur? Ist es in der Politik? Wo ist diese Heimat? Ist es unter dem Meer oder unter der Erde, tief da, wo man, wie Sie sagen, hinein muss? Was,
Was haben Sie für eine Erfahrung? Haben Sie danach gesucht? Haben Sie eine Anweisung, wo wir weiter suchen könnten, damit wir das schaffen, irgendwann diese Heimat Wirklichkeit zu machen? Danke. Et vous, vous venez d'où? Woher kommen Sie? C'est très compliqué. Très bien. Bon. Heimat, vous savez, c'est un mot allemand. Sie wissen, dass Heimat ein deutsches Wort ist, ein sehr deutsches Wort ist. Et je le sais parce que j'ai une partie de culture allemande. Ich weiß es, weil ich ein Teil deutscher Kultur bin Mais oder habe. Heimat en France, il n'y a pas. Es gibt keine Entsprechung im Französischen für Heimat. Alors, il y a la patrie, mais la patrie. Es gibt das la patrie, das Vaterland, da ist Pater drin. Oui, voilà. Der Vater. Il n'y a pas de Heimat en France. Es gibt im Französischen in Frankreich keine Heimat. Pourquoi je dis ça? Parce que. Warum sage ich das? Parce que la nostalgie de Heimat ou le désir de Heimat. Die Sehnsucht oder das Begehren nach einer Heimat. C'est aussi une relativement culturel. Ist auch etwas kulturell relatives. Ce que je peux dire à titre personnel, ça ne peut pas être, je peux pas vous dire, il faut faire comme ça. Und was ich Ihnen als Person persönlich sagen kann, ich kann das nicht verallgemeinern und als Gebrauchsanweisung das Ihnen geben und sagen, so muss man es machen. Moi, je crois que le plus sûr, l'essentiel, le plus accueillant, le plus le plus appropriable sans que ça devienne une propriété. Ich glaube, das, was man am besten sich aneignen kann, ohne dass es so ein Eigentum wird, das, was am sichersten, am empfänglichsten ist, aufnahmebereitesten, c'est quand même la langue. Ist die Sprache. C'est très problématique parce que je pense qu'il y a énormément d'émigrés, par exemple, qui vont rester avec une langue handicapé. Das ist sehr problematisch, denn ich weiß so, ich denke, dass sehr viele Migranten mit einer verstümmelten Sprache bleiben werden. Et si on pouvait faire sentir que la langue c'est le Heimat, c'est la maison, c'est la musique. Und wenn man verstehen machen könnte, dass die Sprache die Heimat ist, die Musik. Ce sont les éléments, c'est l'air, c'est l'eau. Das sind die Elemente, Luft, Wasser. Je crois que c'est le plus urgent pour tous les gens qui ont perdu leur Heimat. Ich glaube, das ist das Dringendste für all jene, die ihre Heimat verloren haben. Le Heimat de secours, celui qui vient vous aider, vous sauver, vous porter, c'est d'abord une langue. C'est d'abord une langue. Die Ersatzheimat, die Zuflucht, die Heimat als Zuflucht, das ist zunächst eine Sprache. Jener, der ihnen die Sprache gibt. Ça ne veut pas dire qu'il faut perdre la langue maternelle. Das heißt nicht, dass man seine Muttersprache verlieren soll. Mais il faut en avoir plusieurs. Aber man braucht mehrere. Et il faut vivre dans une langue. Man muss in einer Sprache leben. Qui parle plusieurs langues. Die mehrere Sprachen spricht. J'écris de plus en plus en faisant que la langue française qui est ma langue de Heimat, si vous voulez, soit ouverte à d'autres langues. Qu'elle puisse parler anglais, qu'elle puisse parler allemand quand elle a envie, ou espagnol, ou italien. Ich schreibe mehr und mehr so, dass meine Sprache, die meine Heimat ist, das Französische, offen sei und auch zugleich Englisch, Spanisch, Deutsch und so weiter sprechen kann. Ça, c'est tout le monde peut bénéficier de ce type d'accueil. Und diesen Typ von Aufnahme, den können alle nutzen. Bon, là-dessus, je devrais dire autre chose, mais parce que le sentiment de Heimat, d'être chez soi, on l'a, mais évidemment c'est plus fragile, on l'a dans l'amour, quand on fait l'amour. Ich könnte noch etwas anderes sagen, dieses Gefühl von Heimat, von bei sich sein, das hat man in der Liebe, wenn man Liebe macht.
Mais est-ce qu'on sait dans quelle Heimat on va mourir? Aber wissen wir, in welcher Heimat wir sterben werden? Moi, je sais pas, hein? Ich weiß es nicht. Hört man das? Ja, jetzt. Eine noch. Ich würde gern ganz schnell nochmal auf Le Pen und Merkel zurückkommen. Und zwar finden Sie das nicht ein bisschen, hören Sie mich? Problematisch, Le Pen für ihr fallisches Auftreten oder für ihre hohen Absätze zu kritisieren, weil das ist genau das, was Frauen eigentlich immer vorgeworfen wird, dass sie entweder zu männlich oder zu weiblich sich geben in der Politik. Und das ist genau das, was auch Angela Merkel passiert ist am Anfang ihrer Karriere, dass sie für ihre Frisur, für ihre Hosenanzüge und so weiter kritisiert wurde. Und deswegen fand ich die Bemerkung ein wenig problematisch, ehrlich gesagt. Vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen. Oui, oui, non, 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 mais attention, Marine Le Pen, elle est déguisée. Elle ne met, d'habitude, elle ne met pas des hauts talons. Vorsicht, Marine Le Pen ist verkleidet. Normalerweise trägt sie nicht hohe Absätze. Là, elle a mis des hauts talons pour les élections. Sie hat hohe Absätze gewählt für die Wahl. Je suis tout à fait d'accord pour les hauts talons ou pour les baskets, ça m'est complètement égal. Ich bin völlig mit Ihnen einverstanden. Hohe Absätze oder Tennisschuhe, mir ist das völlig egal. On peut mettre tout ce qu'on veut. Man kann alles, was man will, anziehen. Mais là, elle s'est déguisée. Aber hier findet eine Verkleidung statt. C'est pour ça que j'aime beaucoup Angela Merkel en tant que personne. Deshalb mag ich Angela Merkel sehr als Person. Parce qu'elle est pas déguisée. Sie ist nicht verkleidet. Also ja, damit ist noch ein schönes Schlusswort. unsere Angela Merkel ist nicht verkleidet. Wie gut wir es haben. Ich möchte zum Schluss, was ich am Anfang nicht tun konnte, allen danken, die an dem heutigen Abend mitgewirkt haben, die möglich gemacht haben. Das sind die Mitarbeiter des Gorki, das sind die Mitarbeiter des Passagenverlags, das ist Ruth Reinecke, Vincent von Wroblewski, Hélène Cixous. Ich möchte auch dem Österreichischen Kulturinstitut, das auch geholfen hat, und dem Institut Français de Berlin, was da irgendwo ist, wirklich herzlich danken. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass wir solche Dinge tun können. Und jetzt kommt, Hélène hat schon angesprochen, man kann kaufen draußen. Und Hélène wird signieren, die Bücher, die sie kaufen. Und dann noch zum Schluss, das nächste Passagengespräch findet im Juni, am 13. Juni mit Jean-Luc Nancy statt, über Demokratie wahrscheinlich. Ich bedanke mich bei Ihnen. Hélène Cixous, auch wir vom Gorki wollen uns nochmal bei Ihnen ganz, ganz herzlich bedanken, dass Sie gekommen sind, dass Sie uns gerade daran an Ariane Manouchkine erinnert haben, die Frau